Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Und erstmal nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat, aber letztes Tag kam ich kaum so richtig zum Aufnehmen, aber bald habe ich wieder ein bisschen Urlaub, ein paar Tage, es ist wieder ein Feiertag da, am Wochenende, also müsste eigentlich einigermaßen alles klappen. Hoffe ich zumindest mal. So, hier haben wir im letzten Part ein kleines Drama miterlebt, beziehungsweise ein schönes Drama, da einerseits extra zurückkommt, unser Feuerstürmer, aber wie schon steht, unser Eisstürmer, aka Frosty, der ist leider weg. Und Lina sagt, wir können im Moment auf Frosty verzichten. Und warum? Weil sie eine ganz, ganz komische Bitch ist. Ich weiß nicht, was die im Schilde führt, aber normalerweise müsste sie doch eigentlich wollen, dass wir den besten Verteidiger oder besten Stürmer, je nachdem, ins Team zurückholen. Also das ist schon ein bisschen eigenartig. Und jetzt kurz bevor wir jetzt zur Hauptquartier Dengeleng von Genesis aufbrechen wollen, ist schon eigenartig, aber okay. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Wir können im Moment auf Frosty verzichten, wie ich schon gesagt habe. Okay. Was wollen Sie damit sagen? Wie schon gesagt, je länger wir warten, desto schlechter stehen unsere Chancen gegen Aliens. Also, wollen Sie das im Stich lassen? Das machen wir auf keinen Fall. Natürlich nicht. Entschuldig bitte. Hä? Lina, du bist crazy. Frosty ist einfach wortlos verschwunden. Wo könnte er sein? Ja, und ich glaube, wie schlecht das Frosty ging. Oh, WhatsApp oder was? Oh, er ist mein Vater. Hallo? Was? Frosty wurde Fußball hat zu Raymond schon hergefunden? Super! Ja gut, wir machen sofort auf den Weg. Auf Wiedersehen, Vater. Ciao, Alter. Nelly, hast du doch gerade gesagt, dass man Frosty gefunden hat? Ja, aber er scheint ein bisschen verwirrt zu sein. Ich merke es auch wahrscheinlich. Verwirrt? Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Bring mir sofort zu Raymond schon High auf, um ihn rauszufinden. Gut, okay. Bist du bloß bereit, Veteran? Natürlich. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Folge ich euch zu Raymond Junior High. Der Typ, war auch so übel seit, du musst durchs ganze Land rumfahren, wie es die Kinder sagen. Ja. Wieso nicht? Frosty, wir brauchen dich. So leicht entwischt uns nicht. Und wir fahren wieder weiter. Und da ist Säge, Gott, das sieht so cool aus. Frosty wurde gefunden. Ab zur Ramme, natürlich. Und ich könnte ja theoretisch so gehen. Oder mit ihm quatschen. Ich quatsche mit ihm. Wieso nicht? Wir sind wunderschön Schnauzbart. Alle bereit? Alle bereit? Natürlich, alle sind bereit. Na, da kann er in den Summerbus wieder abfahren. Ist hier abgefahren. So, ab nach Tokio und ab zur Rayman Junior High. Gott ist da, hast gut gesichert. Da. Ah, neue Küsten, cool. Oh, geil, das sieht ja cool aus. Das stimmt, es wurde zerstört, Gott, ganz vergessen. Schon 1000 Jahre hierher. Ja, im ersten Part war so, war die Schule komplett zerstört. Jetzt ist es wieder richtig cool. Jetzt seht mal, die Rayman schon heißt wieder wie neu. Da wurde auch alles in Schutt und Asche, als wir losgefahren sind. Der Geschäftsführer macht wirklich keine halben Sachen. Eure Schule lag in Schutt und Asche? Das ist echt hart, Mann. Mark, sieh mal dort. Das ist doch epischer Kameramove auf Frosty. Der Eisstürmer, das ist er. Frosty. Frosty, ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Wir haben solche Sorgen um dich gemacht. Hey Frosty, alles klar bei dir? Komm nicht zusammen, nicht nochmal. Das ist nicht der Frosty, den wir kennen. Es wirkt, als ob jemand anderes lenken würde. Jemand anderes? Bedeutet das? Bist du etwa Aiden? Ha, endlich bemerkst du es. Hey, wer ist denn dieser Aiden? Der kleine Bruder von Frosty. Er ist vor ein paar Jahren gestorben. Also mein Fuß. Aber beim Fußschwimmen war es ihm manchmal noch bemerkbar. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich mal bemerkbar mache, wenn Frosty gerade nicht Fußball spielt.
Oh. Ihr habt euch Zeit gelassen. Ihr seid wohl hier einen neuen Spieler von Elias bewundern. Was? Was? Was würde euch niemals beitreten? Ihr betrügt den Bus, so wie es ihn extra gemacht habt. Falsch. Ich habe entschieden, ihn beizutreten. Ich. Aiden. Und nicht Frosty, aka Sean Frosty. Willst du damit sagen, dass... Frosty, du musst dir vielleicht keinen Grund geben. Sag mir, was los ist. Du willst meine Gründe erfahren? Gut. Ich sage sie dir. Nachdem ihr mich besiegt habt. Dich besiegen? In einem Spiel? Ja, glaube sonst in Schach. Gott, Frauen sind manchmal schon ein bisschen dumm. Mein Name ist Aiden Frosty. Ich bin der beste Schwimmer, der jedes Trikot von Römern getragen hat. Gegen jemand wie dich werde ich niemals verlieren, Axel. Das wird ein geiler Batch. Bitch. Wie ist es bei den Rappern? Wenn die sich so Diss battlen, so. Ein geiler Diss, genau so war das. Ach, ich bin so gut in der Rapologie. Aber warum tust du das? Warum? Weil ich's kann. Ist ja klar, wie viel Letzte Schwarz du verursacht hast? Wie er gelitten hat, als du mir sagtest, dass niemand ihn braucht? Ich stehe Frosty immer am nächsten. Ich weiß, was er durchgemacht hat. Er ist immer allein gewesen. Seit dem Unfall konnte sie kaum ein Lächeln abbringen. Er macht sich große Vorwürfe wegen all dem, was passiert ist. Weil er seine Familie nicht retten konnte. Weil er nicht perfekt ist. Das hat ihn so gequält. Ich kenne diese Gefühle. Ich habe mir selbst die Schultern Julius Unfall gegeben. Deswegen hat er Fußball aufgegeben. Frosty kam langsam mit sich ins Reine, seit Sigurd angeschlossen hatte. Aber das wurde beim Match gegen Alice wieder zunichte gemacht. Er begann zu glauben, dass ihr nicht mehr gebraucht würdet. Er begann zu glauben, dass ihr mich mehr brauchen würdet als ihr Gott, diese kurzen Wörter. So many short words, what the fuck? Aber das stimmt nicht. Wir brauchen euch beide im Team. Das war ja anders. Er wollte Aiden sein. Er wollte ich sein. Gott, ist das ein Psycho-Scheiß. Also habe ich seinen Wunsch erfüllt. Und ihn getötet? Das wäre ziemlich krass, aber ich glaube nicht. Seelen sterben nicht. Genug geredet, Frosty. Erledige sie. Ist es besser tun, was er sagt. Spielen wir. Mark, willst du wirklich gegen Frosty antreten? Nein. Wenn du dich nicht stellst, dann tue ich es. Aiden, nicht! Ah, mein Kopf. Sean, hör auf damit. Tja, jetzt große Regenschwingen und dann das. Du bist uns nicht von wert. Wartet! Mark, lass sie doch gehen, das sind die Bösen. Mark, was ist das für ein Anfall? Frosty, geht's dir gut? Frosty. Hey Mark, verzeih mir. Frosty, was jetzt hier wieder bei uns? Wir sollten sich ausruhen lassen. Das ist deine Freundin, Frosty. Was auch immer passiert, wir sind für dich da. So wie du für uns zu Hause wirst, wenn wir Alice besiegen. Ach stimmt, da war ja was. Entschuldige, Mark. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Geschäftsführer sagte mir, dass es an einer Heim medizinische Einrichtung gibt. Da kann Frosty sich erholen. Haltet euch bereit. Bald brechen wir zum Hauptquartier von Alice auf. Mark, das sagst du mir bitte Bescheid, wenn ihr bereit seid. Gerne. Wer dann? Meld dich nach den Vorbereitungen bei Sylvia. Okay, Vorbereitung heißt, dass ich mich schon ein bisschen auf das Grande Finale vorbereiten kann. Jetzt schon 9. Kapitel, denke ich mir mal. Also ist jetzt die große Frage, ob ich noch ein bisschen trainieren sollte. Warum ich eigentlich schon länger in letzter Zeit? Denn ich habe wenig Spiele eigentlich und das Spiel ist schon fast zu Ende. Wie im ersten Tag, Gott, ich habe so wenig Leute zum Abwerben oder die mich interessieren würden. Also der ganze Haufen hier. Aber Frosty,
Erstmal kommst du wieder rein, das ist klar. So, rein mit dir. Und ich denke mal, dass ich dich bei der Aufstellung mal anschaut. Angry Frosty, wo bist du? Da bist du. Umändere zu Chill Frosty. Einfach mal. Was soll ich jetzt echt mal machen? Ich hätte schon irgendwie Bock, doch mal den richtigen Frosty zu spielen. Anstatt den nicht richtigen Frosty, der nur als Geist in seinem Körper lebt, was eh schon ziemlich abgefuckt ist. Ha, ich bin Sean. Hallo, ich bin Sean. Ich nehme mal dich, du bist ziemlich cool. Okay, 39, das ist echt awesome. Der fickt alles weg. Da tue ich mal. Weil es Verteidiger ist, nicht so gut wie. Oder? Muss ich mal gucken, was seinen Werten. 42 und du hast 37. Okay, dann kommt mal. Check mal ganz kurz raus. Hm, okay. Einfach mal, weil es Frosty ist. So. Okay, dann. Ich weiß nicht, soll ich echt trainieren oder soll ich nicht trainieren? Ich habe noch 10 Minuten Zeit, das heißt, ich kann. Aber sonst ein bisschen mache ich noch. Ein bisschen, was geht schon? Oder ich fahre jetzt schon los. Ich fahre jetzt schon los. Ich bin gespannt. Marc, bist du bereit? Jupp. Let's go, Baby. Ich hoffe, es geht Frosty gut. Wir sollten nochmal mit ihm reden, bevor wir aufbrechen. Aber jetzt ist schon, aber okay. Frosty, geht's dir gut? Kannst du laufen? Ah ja, mir geht's gut. Keine Sorge. Ihr redet jetzt schon untereinander die Haare, was? Typisch. Hm? Oh! Wer bist du? Ah, dich kenne ich schon, cool. Da kommen im Anime einiges eher dran. Das war schon zu Zeiten, wo wir noch auf der Dings waren, auf dieser Insel. Jetzt kommt er, das ist ja cool. Das sieht echt verdammt cool aus. Nee, Moment mal. Ah nee, sorry, ich hab da gerade einen anderen Typen gekauft, der auch so rote Haare. Okay, sorry. Stimmt, das ist ja einer von den drei von. Ah oh Gott, wer ist nochmal? S und B Schiller, genau. Einer von den drei, die unter ihm stehen. Stimmt, das ist einer von den anderen. Gott, ich bin so verwirrt. Xen scheint sich für euch zu interessieren. Also wollte ich mir auch ein Bild machen. Aber mir schleierhaft, warum man seine Zeit mit so einem kläglichen Team verschwendet. Xen, sagst du? Bist du etwa von Elias? Xian, der ist tatsächlich rausgekommen. Ah, er kennt sie. Aha. Ach, in der Torch. Mein Name ist Torch. Captain von Prominence. Wir kommen von der Alice Academy. Ah, da gab es noch andere rothaarigen Typen. Wer war denn das nochmal? Ich bin so verwirrt. Prominence? Es kommt schon die Prominenz auf uns zu. Echt cool. Heißt das etwa, dass Alice mehr Teams hat? Ich dachte, Chance wäre das letzte. Ich werde euch wegfegen, bevor Xen mir zuvorkommt. Damit wird doch klar werden, wie stark ich bin. Und dann halten wir den Rang von Genesis. Den Rang von Genesis? Wovon redest du? Ha, als ob ich dir das verraten würde. Ich bin hier, um euch in den Boden zu stampfen. Also, fangen wir an. Okay. Aber hast du das niemand hier? Willst du mit der allein gegen uns antreten? Ich würde bloß eine kleine Chance anrühren. Seht ihr das eine gnädige Geste? Was? Pass auf, was du sagst, du Fliegel. Tori, pass auf. Ah. Der schlägt Frauen und Kinder. Das ist echt ein ziemlicher Badass. Ah. Tori, geht's dir gut? Was für eine Kraft. Er steht gesehen im Nichts nach. Ich werde euch einsetzen, bis euer Team in Schutten ausstehen liegt. Das ist ja heiß. Sylvia, Frosty, pass auf, der Ball. Hm? Ah! Sylvia, Vorsicht! Hä? Das ist doch. Hier ist der von der Zeus.
Und bald kommt's raus. Silvia, ist alles in Ordnung? Was? Aphrodite, genau. Was? Du bist. Aphrodite von der Zeus Junior High. Awesome. Wo kommt ihr denn her? Die göttliche Mannschaft. Du bist. Aphrodite? Wir haben so eine übelst geile Mucke, richtig schön. Seid ihr beiden unverletzt? Hä? Ja, danke. Aphrodite? Lange nicht gesehen, Mark. Wer ist dieser Typ? Er ist der Captain von Zeus. Semifinale der Foto von Tier gegen Roman gespielt. Was hast du denn hier, Aphrodite? Hat Red Up die auf uns auszuspielen? Ja? Ich bin kein Untergebener von Red Up mehr. Ich bin aus freien Stücken hier. Victoria, Mark. Ah, Toris, Papi. Papa, was machst du denn hier? Und der Geschäftsführer? Was ist hier los? Nun ja, er ist der Premierminister, der die Mannschaft der zu uns hergebracht hat. Was hat er getan? Wieso das denn? War ein bisschen Verstärkung oder wie? Ich habe versprochen, euch zu helfen, wo ich noch kann. Und da habe ich darüber nachgedacht, wie man es besiegen könnte. Ich hatte gehört, dass das Team das nicht mehr unter dem Kommando von Redock steht und nur auf eine eigene Faust trainiert. Ich habe sie hergebeten, damit ihr zusammenschließen könnt. Aber das wäre cool, Raymond und Zeus. Raid Zeus. Awesome. Wir wussten nicht, dass das passieren würde. Ich weiß, was in Zeus geschehen ist. Trotz göttlicher Kräfte haben sie nicht gesiegt. Sie sind für niemanden mehr von Nutzen. Ich habe keine göttlichen Kräfte mehr. Schon das war jetzt mit dem göttlichen Wasser, mit diesen übrigens aussehen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich glaube schon, aber ich sage es einfach nochmal. Also mit den göttlichen Kräften in so einem Anime so, dass es so als Energy Drink so genannt wurde. Und ich würde selbst bauen, das so Militärdrogen. Stimmt, das waren die göttlichen Kräfte. Ich habe keine göttlichen Kräfte mehr. Das würde kaum einen Unterschied machen, wenn ich sie hätte. Mark hat uns klar gemacht, dass die Kraft der Menschen viel stärker ist, als nur nicht die göttliche Kräfte. Aphrodite. Leeres Geschwätz. Ohne kostbares Wasser der Götter seid ihr wertlos. Nur durch das Wasser der Götter habt ihr eure Kräfte erhalten. Ich brauche kein Wasser der Götter mehr. Ich habe das viel Wichtigeres gelernt. Alkohol vielleicht? Ich habe gelernt, dass man durch jeden Sturz stärker wird. Man muss nur wieder aufstehen. Was ein rührseliger Unsinn. Ich bin wegen Roman hergekommen. Du stehst mir im Weg. Wenn du es so sehr schätzt, so stürzt Gott, so viel ist, dann kann ich dir helfen. Und ich werde sicher gehen, dass du nicht wieder aufstehst. Versuch es doch ruhig. Oh, Hades gegen Zeus? Cool. Überlass es mir, Mark. Ah, super. Ich bin ein bisschen zu unterlevelt, glaube ich. Also gut. Irgendwas sagt mir, dass ich dir vertrauen kann. Danke. Also, fangen wir an. Oh, awesome. Das war schon ein geiles Match. Aber ich würde mal sagen, zeitlich würde ich es eben mal auf den nächsten Part schieben. Auf den nächsten Part, der hoffentlich wirklich, ich bete wirklich zu allen Göttern, auch zu den Zeus-Göttern, dass du wirklich schon morgen kommst. Denn, wie gesagt, in letzter Zeit gab es kaum Parts, einfach weil keine Zeit noch, ein bisschen keine Lust und so. Und deshalb gab es da auch mal ein bisschen weniger. Und ja, wie gesagt, bald ist Wochenende, bald sind es ein Feiertag und ich habe mir auch ein, zwei Tage Urlaub genommen. Und ich denke, dass er doch ein bisschen Zeit so rausschieben kann, dass ich wieder ein paar mehr Parts in kürzerer Zeit so hinbiegen kann. Dass wirklich noch hoffentlich irgendwann so weit klappt, dass ich bis zum 13.06. mit diesem Projekt fertig bin. Dann in der Summe 11 3 starte und die Woche drauf in der Summe 11 4, aka in der Summe 11 Go, Licht oder Schatten. Ich hoffe wirklich, dass es wäre so übelst geil. Ich habe echt Bock drauf, aber also ich glaube, wir haben Bock kurz und keine Zeit. Das ist so für ein Arsch. Ja, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Im nächsten Mal gucken wir das spannende Match von Zeus vs. Prominence an, genau, süß die Mannschaft. Und ja, ich bin echt gespannt, wer jetzt ein bisschen stärker ist. Ich hoffe doch, dass es irgendwie eher Aphrodite ist, anstatt der Typ da. Naja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Also wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play in der Zoom 11.2.
Feuersturm. Ciao.